Rezensionen der Peri Rodan-Hörspiele von Europa. Die 12-teilige Serie mit Ove Friedrichsen, Judy Winter, Rolf Lühlich, Ernst von Klipstein und durchschnittlich ungefähr 40 Minuten Spieldauer erschien ab 1984 beim Europa Label. Die Serie beginnt handlungsmäßig mit Heft 1 der Trivial Roman-Serie Unternehmen Stardust von 1961. In 11 weiteren Folgen wird die Geschichte Peri Rodans und der Erde bis hin zur Lösung des kosmischen Rätsels verbunden mit Rodans Unsterblichkeit erzählt. Was die Besetzung der Rollen anbelangt, wurde seinerzeit beim Quickborner Label Europa geklotzt und nicht gekleckert. Mit Ove Friedrichsen als Peri Rodan und Lude Winter als dessen weibliche Kontrahentin Thora verpflichtete man zwei durch Theater und Fernsehen sowohl bekannte als auch lange bewährte Schauspielergrößen. Auch die Nebenrollen sind mit erfahrenen Europasprechern wie Ernst von Klipstein und Jörg Pleva glücklich besetzt. Bei der Produktion hat man sich außerdem offenbar weitgehend an die Vorstellung des Rodan-Verlages Möwig gehalten, wovon auch der Name des Drehbuchautors zeugt. Rodan-Stammautor H.G. Francis. Das Soundrepertoire der Quickborner Produzenten hält den Anforderungen einer handlungsgeladenen Science-Fiction-Serie stand. Als etwas übertrieben könnte man aus heutiger Sicht vielleicht den ausgiebigen Einsatz dramatischer Orchestermusik als Lückenfüller zwischen den einzelnen Szenen bezeichnen. In den ersten 4 Folgen entdecken die Astronauten Peri Rodan und sein Begleiter Regin Altbull auf der Rückseite des Erdmondes das havarierte Raumschiff, der den Menschen von der Erde technisch zwar weit überlegenen, jedoch zugleich auch degenerierten Humanoiden, Arkoniden. Diesen helfen zusammen mit menschlichen Mutanten der Erde daraufhin bei der Überwindung des Ost-West-Gegensatzes und befördern die neu gegründete dritte Macht zu einer raumfahrenden Gemeinschaft fortschrittsorientierter Menschen. Das alles erzeugt viel Pathos, um das durch den Lauf der Geschichte glücklicherweise überholte Menschheitsproblem auf die Spitze getriebener ideologischer Gegensätze. Was in der Fiktion deutscher Romanautoren aus den frühen 60er Jahren noch der Hilfe außerirdischer Intelligenzen bedurfte, erledigte sich in der Realität durch den mutigen Gorbatschow sowie den hartnäckigen Ronald Reagan. In den mittleren 4 Folgen wird das nahegelegene Vega-System aufgrund einer Verwechslung von den aggressiven Topsiedern überfallen und besetzt. Rodan entschließt sich, zu helfen. Während er mit Hilfe der Arkoniden und seiner Mutanten die Invasoren vertreibt, stößt er auf die Spur der Unsterblichen, die allen Wesen, die sie erfolgreich in der Galaxis aufspüren, versprechen, ihr Wissen um die Zellehaltung mit ihnen zu teilen. Das alles liefert für 4 Folgen Strategie, Action und somit fast zwangsläufig auch Spannung. Während der letzten 4 Folgen rätseln Rodan und seine Crew über die knifflige Spur der geheimnisvollen Unsterblichen. Immer wenn sich Peri dem Ziel nahe glaubt, wird er aufs Neue enttäuscht und seine Geduld auf eine harte Probe gestellt. Die Prüfungen, denen er sich ausgesetzt sieht, bedrohen ihn, seine Crew und schließlich gar das Leben Unschuldiger. Dennoch gelangt er endlich ans Ziel, welches für die Arkoniden mit einer beklemmenden Einsicht verknüpft ist. Es reicht für einige gelungene Momentaufnahmen fremdartiger Welten in Folge 10 und 11. Der Schluss in Folge 12 bleibt zusammen mit dem Schicksal der Arkoniden offen.